Der Titel des Vortrags heute Abend ist Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral vom Einfluss unserer Ernährung auf uns selbst und auf die Welt. Ja, dieses Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, das kennen wahrscheinlich viele aus der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Und ich dachte, zur Einstimmung lese ich einfach mal den Vers, also diese Strophe vor, aus der Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch? Und da heißt es, ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann, zuerst müsst ihr uns schon zu fressen geben. Dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Ja, soweit Bert Brecht 1928. Der große Brotlaib, der ist in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ganz enorm angeschwollen, ist erreichbar geworden eigentlich für die allermeisten, zumindest in den westlichen Ländern. Ja, der Brotlaib ist sogar wie nie zuvor in der Geschichte vielfältig, fett und eiweißreich geworden und auch süß geworden. Keiner muss mehr darben oder Hunger leiden. Wenn man die Situation des Lumpenproletariats, der Drei-Groschen-Oper, mit der Ernährungssituation heute vergleicht, also 80 Jahre später, so könnte man denken, dass der Moral nun nichts mehr im Wege steht. Zumindest nach der Logik von Bertolt Brecht. Und diesen großen Brotlaib, den möchte ich heute Abend etwas näher anschauen. Wie sieht er aus? Wie hat er sich entwickelt in der Neuzeit? Und vor allem natürlich, warum ist er so fleischhaltig geworden? Und dabei interessieren mich die gesundheitlichen Aspekte der Ernährung nur am Rande. Denn darüber ist schon so viel geforscht und gesagt und aufgeklärt worden, dass eigentlich, denke ich, die meisten von uns mehr oder weniger Bescheid wissen, welche negativen Einflüsse vor allem eine zu fettreiche und zu fleischhaltige Ernährung hat. Ja, spätestens bei all den Zivilisationskrankheiten kann man wohl kaum ignorieren heutzutage, welchen Einfluss unsere Ernährung hat. Ja, zu viel Fett, zu viel Fleisch, zu viel Zucker ist eben für einen Großteil von Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs, Diabetes, Übergewicht und so weiter verantwortlich. Aber das nur am Rande. Mir geht es in erster Linie um die ethische Dimension dieses Themas. Und das ist auch der Bereich, in dem der Buddhismus einen Standpunkt hat. Und darüber hinaus interessiert mich die globale Dimension von Ernährung. Welchen Einfluss hat unsere Ernährung auf die Welt als Ganzes? Eine Frage, die angesichts des fortschreitenden Klimawandels eine große Bedeutung hat. Und die damit auch eine ethische Dimension bekommt. Denn als Einzelne mache ich mir Gedanken, wie ich meinen Kindern und meinen Enkeln die Welt überlassen werde und damit auch dem Rest der Menschheit. Ja, eine wichtige Stelle nimmt hier eben die Frage ein, sollte man Fleisch essen? Darf man Fleisch essen? Ist es sinnvoll, Fleisch zu essen? Seit wann wird eigentlich Fleisch gegessen? Oder seit wann gibt es Vegetarier? Die Struktur des menschlichen Verdauungsapparats legt nahe, dass wir eigentlich auf das Verdauen von pflanzlicher Nahrung eingestellt sind. Rohes Fleisch können Menschen nicht vertragen.
Das bedeutet, dass menschheitsgeschichtlich erst mit dem Verzehr von Fleisch angefangen wurde, als die Kulturtechnik des Kochens erlernt wurde oder eingeführt wurde. Mit der Zeit wurden Tiere domestiziert. Aus Jägern und Sammlern entwickelten sich Ackerbauern und Hirtenvölker. Und das gelegentliche Stück Fleisch scheint in dieser Zeit regelmäßiger auf dem Speiseplan zu stehen. Es gab aber auch schon lange Menschen, die aus Überzeugung das Fleischessen abgelehnt haben. In Europa gab es erste Vegetarier bei den alten Griechen. Pythagoras zum Beispiel sah die Verwandtschaft aller belebten Wesen. Platon, Plutarch und später die Neuplatoniker waren ebenso Vegetarier. In Indien entstand die Lehre der Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Und das anscheinend schon zu vorvedischer Zeit. Und das ist die Zeit der frühen Industrialkulturen im 3. und 2. vorchristlichen Jahrtausend. Und die indo-arischen oder indogermanischen, wie sie auch manchmal genannt werden, Einwanderer, die den vedischen Opferkult mitbrachten, aßen also Fleisch und opferten auch Tiere. Und möglicherweise haben die Einwanderer mehr und mehr das Ideal der zuvor dort ansässigen Kulturen übernommen oder auch neu entwickelt. Zur Mitte des ersten Jahrtausends etwa entstanden einige Strömungen, die den Gewaltverzicht ganz deutlich forderten. Manche Richtungen des Hinduismus sind seitdem vegetarisch, zum Beispiel alle, die Yoga praktizieren. Und als radikaler Vertreter für Gewaltverzicht und eben auch den Verzicht auf Tiermahlzeiten war der parallel zum Buddhismus entstandene Jainismus. Der Verzicht auf Fleisch wird in Indien generell als notwendig zur geistigen Verfeinerung und zum spirituellen Wachstum gesehen. Und auch der Buddhismus begünstigte die Verbreitung des Vegetarismus. Auch in Europa gab es einige christliche Orden und Sekten, wie zum Beispiel die Trappisten, die vegetarisch lebten. Im Islam sind es nur die Sufis, die die mystische Seite des Islam vertreten und die stark vom indischen Gedankengut geprägt waren. Der Islam kennt sonst keine Neigung zum Vegetarismus. Und übrigens gab es im Mittelalter ein Kirchenkonzil, das wegbereitend war für die Ausbeutung der Tiere in späterer Zeit. Es ging hier um die Frage, ob Tiere und Frauen eine Seele besitzen. Die Frauen haben es knapp geschafft auf diesem Konzil. Ja, Tieren wurde da bei dieser Gelegenheit eben eine Seele aberkannt. Und damit letztlich auch die Leidensfähigkeit aberkannt. Der Begriff vegetarisch oder vielmehr vegetarian ist erstmals 1839 belegt. Allgemein gebräuchlich wurde er aber erst durch die Gründung der englischen Vegetarian Society im Jahr 1847. Der Philosoph Peter Singer hat 1975 das Buch Animal Liberation geschrieben. Und in diesem Buch wird eine Zäsur gesehen, allgemein. Und seitdem hat die Diskussion um Vegetarismus eine neue Qualität gewonnen. Singer argumentiert, es gebe keine moralische Rechtfertigung, das Leid eines Wesens, gleich welcher Natur es sei, nicht in Betracht zu ziehen. Spezielle nichtmenschliche Tiere von diesem Gleichheitsprinzip auszuschließen, sei so willkürlich wie Menschen anderer Hautfarbe, Kultur, Religion oder Geschlecht auszunehmen. Ja, das macht ganz deutlich, dass Tiere leiden können. Sie können leiden, weil sie Sinne haben. Und wir wissen alle, dass Tiere leiden können.
Also ist nicht nur ihre Tötung problematisch, sondern auch die Massentierhaltung. Züchtungen führen zum Beispiel zu schmerzhaften Verformungen, Krankheiten durch nicht artgerechte Haltung, die Enge oder auch die Trauer durch die viel zu frühe Trennung von Mutter und Jungtieren, die Qual des Transports, die Konfrontation mit dem Geruch des Todes, Qual der Schlachtung mit Schmerzen und in höchster Angst. Das ist es in groben Zügen, was die allermeisten Tiere erleiden in ihrem Leben. Und das, obwohl doch bekannt ist, dass Tiere Schmerzen leiden oder auch Stress empfinden. In den letzten Jahrzehnten ist tierisches Verhalten, ihre Intelligenz und ihre Fähigkeiten sind immer weiter erforscht worden. Nicht nur von Säugetieren, auch von Vögeln und sogar von Fischen gibt es ganz erstaunliche Erkenntnisse, was ihre Fähigkeit zu Sozialverhalten oder auch intelligenter Problemlösung angeht. Von Schweinen wissen wir mittlerweile, dass sie so schlau sind wie dreijährige Kinder. Sie sind verspielt und entwickeln unterschiedliche Persönlichkeiten. Hunden sind sie an Intelligenz eher überlegen. Viele Verhaltensweisen, die bislang als instinktbedingt verstanden wurden, sind in hohem Maße komplex und an die Umwelt angepasst. Tiere schaffen es anscheinend sogar, Erlerntes an die nächste Generation weiterzugeben. Tiere sind nach neuesten Forschungsergebnissen sogar in der Lage, Empathie zu empfinden und leiden massiv, wenn sie von ihren Jungen getrennt werden. Und doch hat die Ausbeutung von Tieren Dimensionen angenommen, die alle Erkenntnisse über ihre Intelligenz und ihre Leidensfähigkeit grotesk ignoriert. Der Philosoph Jacques Derrida schreibt über die beispiellosen Ausmaße der Unterwerfung der Tiere. Eine solche Unterwerfung kann man im moralisch neutralsten Sinne des Wortes Grausamkeit nennen. Niemand kann ernsthaft leugnen oder zumindest nicht sehr lange, dass der Mensch alles tut, um diese Grausamkeit zu verbergen oder sich vor sich selbst zu verstecken, um auf der ganzen Welt dafür zu sorgen, dass diese Gewalt vergessen oder missverstanden wird. Denn seit etwa 70 Jahren betreibt die Massentierhaltung diese Unterwerfung in zunehmend großem Stil. Die Züchtung und die Haltung der Nutztiere werden rücksichtslos und skrupellos der Gewinnmaximierung untergeordnet. Um das zu verdeutlichen, möchte ich ein Beispiel etwas näher betrachten, nämlich ein Tier stellvertretend für die Massentierhaltung, das Huhn. Nun gibt es, wie auch ich erst im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema gelernt habe, keine Hühner an sich mehr, sondern es gibt Legehennen und es gibt Masthühner. Und das sind vollkommen unterschiedliche Züchtungen. Die Legehennen sind auf einen maximalen Eieroutput gezüchtet. Und das bedeutet natürlich, dass von diesen Hühnern immer die Hälfte überflüssig ist. Das heißt, von jedem, ich weiß gar nicht, Wurf oder wie man das nennt bei Vögeln, von jeder Kükenschar wird praktisch nur die Hälfte benötigt. Und alle männlichen Jungtiere werden unmittelbar nach dem Schlüpfen aussortiert und, wenn sie Glück haben, schnell vergast oder einfach in große Plastiksäcke geworfen, wo sie dann langsam ersticken. Die Masthennen dagegen sind genetisch massiv verändert. Sie entwickeln besonders viel Brustfleisch und benötigen dabei auch noch viel weniger Futter als früher. So hat zwischen 1935 und 1995 das Gewicht von Masthühnern um 65% zugenommen, während der Futterbedarf um 57% abgenommen hat.
Das liegt unter anderem daran, dass die Tiere sich kaum bewegen können und damit auch kaum Kalorien verbrauchen. Und daran, dass sie schneller schlachtreif werden. Das schon nach etwa 40 Wochen. Im Vergleich zu ja, etwa 100 Wochen, wie das früher der Fall war. Der Autor Jonathan Safran Foer gibt in seinem sehr lesenswerten Buch Tiere essen eine menschliche Analogie dazu. Er sagt, zur Verdeutlichung, wie radikal diese Veränderungen waren, stellen Sie sich vor, ein Kind ernährt sich ausschließlich von Müsliriegeln und Vitamintabletten und wächst in 10 Jahren auf 140 Kilo heran. Das gibt so ein bisschen die Dimension der Hühnerzucht heutzutage. Die Lebenszeit eines herkömmlichen Huhns, wie das also früher der Fall war, beträgt 15 bis 20 Jahre eigentlich. Die heutigen Masthühner können sich auch nicht mehr selber fortpflanzen. Sie erreichen keine Geschlechtsreife mehr, nicht nur, weil sie schon vorher geschlachtet werden, sondern auch, weil sie kaum länger überleben würden. Sie sind ohnehin steril. Durch die Hochzüchtung des Brustfleischpaketes können sich die Tiere kaum auf den Beinen halten. Knochenbrüche sind häufig und ohnehin sterben etwa 15% aller gezüchteten Tiere unter dem Stress der Massentierhaltung, bevor sie dann letztendlich geschlachtet werden. Ganz davon abgesehen, dass sie ja massenhaft Medikamente und Hormone benötigen. Stress der Massentierhaltung ist ein Euphemismus für Leiden, das heißt eine Beschönigung des Leidens. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Tiere in ihrem kurzen Leben massiv leiden. Wenn wir Fleisch essen, kommt das in aller Regel aus den Tierfabriken und aus den Hühner-KZs. Aber auch wenn wir auf Fleisch verzichten und nur Milchprodukte essen, nehmen wir in Kauf, dass wir diese Art von Nutztierhaltung letztlich irgendwie indirekt unterstützen. Und selbst ein freilaufendes Biohuhn wird geschlachtet, wenn es nicht mehr genügend Eier legt. Und auch auf dem Biobauernhof werden die männlichen Küken aussortiert. Und auch eine Biokuh auf dem Biohof gibt nur Milch, wenn sie regelmäßig ein Kälbchen hat. Das geht diesem Kälbchen sicherlich viel besser als seinen Artgenossen in der Massentierhaltung. Aber dennoch wird es früh von seiner Mutter getrennt und mit künstlicher Nahrung gemästet. Wir verdrängen vielfach, dass wir eigentlich wissen, dass Tiere leiden. Und das nehmen wir irgendwie in Kauf. Und das hat einen Effekt auf uns. Wir haben die Fähigkeit, anscheinend abzuspalten, sehen in unseren Haustieren unsere Freunde, sorgen uns um sie, kümmern uns, kaufen teures Tierfutter, was aus anderen Tieren hergestellt worden ist, bringen sie zum Tierarzt und so weiter. Wir entwickeln oft sogar ein sentimentales Verhältnis zu unseren Hunden und Katzen. Und niemand würde auf die Idee kommen, unsere Haustiere zu schlachten und zu essen, oder? Warum eigentlich nicht? Das ist ein großer innerer Widerspruch. Ja, was viele Menschen auch nicht wissen oder ignorieren, ist, dass die Produktion von Fleisch weitaus energieintensiver ist als die vergleichbare Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln. Nicht nur, dass Unmengen von Getreide und Soja und ähnliches Kraftfutter an Tiere verfüttert wird, um daraus dann letztlich ein Kilo Fleisch zu erzeugen. Die Erzeugung tierischer Lebensmittel ist auch für etwa 70% aller Treibhausgase der Landwirtschaft verantwortlich. Damit ist die Erzeugung von einem Kilogramm Fleisch circa 10-mal umweltbelastender als die Erzeugung von einem Kilogramm Gemüse. Nicht nur die Vernichtung von Getreide als Futtermittel ist problematisch, sondern auch der enorme Wasserverbrauch
Das heißt Wasserverschmutzung durch Massentierhaltung. Kühe und andere Wiederkäuer produzieren im großen Maße Methan in ihren Mägen. Und das trägt genau wie das CO2 zum Fortschreiten des Klimawandels bei. Die Produktion von einem Liter Milch zum Beispiel erzeugt 5-mal so viel Klimagase wie die Produktion von einem Liter Sojamilch. Ja, zurzeit wird ja viel über das Thema Biosprit diskutiert und über die Verwendung von Pflanzen zur Benzinherstellung. Es wird befürchtet, dass dadurch noch mehr Nahrungsmittel in Tanks landen, anstatt auf den Tellern der Armen. Und dabei geht heute schon die Hälfte aller Getreide, also der gesamten Getreideproduktion, geht heute schon für Tierfutter und auch für Alkoholproduktion drauf. Ein weiterer wichtiger klimabelastender Aspekt von Nahrungsmitteln ist natürlich der Transportbedarf. Und natürlich ist es sinnvoller, regionale und saisonale Lebensmittel zu kaufen, als solche, die eine lange Flugreise hinter sich haben. Denn das führt auch zu einer großen Belastung durch Klimagase. Zum Beispiel ist die Belastung 200-mal höher beim Flugtransport von Lebensmitteln als beim Seetransport in etwa. Und die weltweite Nutztierhaltung trägt also deutlich mehr zur globalen Erwärmung bei als der gesamte Transportverkehr weltweit. Also mehr als alle Flugzeuge, Autos, Lastwagen und so weiter. Das sind insgesamt 30% der weltweiten Klimagase. Und die derzeitige weltweite Fleischproduktion beträgt etwa 280 Millionen Tonnen im Jahr. Und Schätzungen der UN gehen davon aus, dass sich das bis 2050 verdoppelt haben müsste, wenn es so weitergeht und wenn man von den steigenden Bevölkerungszahlen ausgeht und der verstärkten Nachfrage nach Fleisch in den aufstrebenden Ländern wie China und Indien. Und das hat unabsehbare Folgen für die weltweiten Ökosysteme. Und schon heute werden 30% der Landfläche der Erde landwirtschaftlich benutzt. Und die Belastung durch Fäkalien und Abwässer werden noch mehr ansteigen. Die natürlichen Lebensräume, wie die so wichtigen Urwälder, werden weiter für Weideflächen und für den Futtermittelanbau zerstört werden. Und auch das Artensterben wird als dramatisch prognostiziert. Das ist etwas, was eigentlich allen Menschen mehr oder weniger Sorgen macht. Jeder ist eigentlich davon überzeugt, dass Umweltschutz notwendig und wichtig ist. Und an der Realität des Klimawandels zweifelt eigentlich auch kaum noch jemand. Und schon heute leiden Millionen Menschen in den ohnehin armen Gegenden unter exorbitanten Überschwemmungen, Dürre oder steigenden Meerwasserspiegeln. Wenn ich also aktiv um die Umwelt besorgt bin und etwas gegen den Klimawandel unternehmen möchte, so ist der allernaheliegendste Schritt der Verzicht auf Fleisch. Oder wie Jonathan Safran Foer schreibt, betrachtet man unseren Einfluss auf die Tierwelt, sei es das Leiden von Tieren oder Fragen der Artenvielfalt und der Abhängigkeit der Tierarten voneinander, für die die Evolution Millionen von Jahren gebraucht hat, um sie in ein funktionierendes Gleichgewicht zu bringen. Hat nichts auch nur annähernd solche Folgen wie unsere Ernährungsentscheidungen. Nichts, was wir tun, kann unmittelbar so viel Leiden bei Tieren verursachen wie das Fleischessen. Und keine unserer täglichen Entscheidungen hat größere Folgen für die Umwelt. Damit komme ich zur buddhistischen Perspektive. Der buddhistische Weg
ist ein Pfad der Entwicklung von bestimmten Qualitäten. Er wird auch als dreifältiger Pfad bezeichnet. Die drei Hauptbereiche sind Ethik, Meditation und Weisheit, beziehungsweise die Entwicklung davon. Man kann also grob sagen, dass Ethik etwa ein Drittel des spirituellen Lebens ausmacht. Und eigentlich sogar mehr, denn Ethik ist die Basis für die Vertiefung von Meditation und auch für die Entwicklung von Weisheit. Nur wenn ich mein Leben unter ethischen Gesichtspunkten mehr und mehr verfeinere, werde ich auch Fortschritte auf den anderen beiden Bereichen machen. Was heißt nun buddhistische Ethik? Traditionell wird von 5 Vorsätzen gesprochen, die nicht als Gebote im christlichen Sinne gelten, sondern eher als Trainingsprinzipien. Eine Art Richtschnur, die ich versuche, immer besser einzuhalten. Aber von der auch klar ist, dass ich wahrscheinlich noch lange immer wieder mal dagegen verstoßen werde. Einfach, weil wir Menschen sind. Und diese Trainingsprinzipien sind eben auch wirklich anspruchsvoll. Es ist anstrengend, ethisch bewusst zu leben. Und es erfordert viel Übung, mehr Sensibilität zu entwickeln und auch mehr Willenskraft. Eine rechte Tat ist eine ethisch geschickte Tat, nämlich eine Handlung, die anderen nicht schadet, sie nicht verletzt, nicht tötet, bestiehlt, ausbeutet oder belügt. Diese Handlungsmaxime sind Kernbestandteil der buddhistischen Ethik und sind auch universeller Bestandteil der verschiedenen Schulrichtungen des Buddhismus. In unserem Zusammenhang Ernährung interessiert vor allen Dingen der erste Vorsatz. Ich nehme mir vor, andere Lebewesen nicht zu verletzen oder zu töten. Wieder und wieder finden sich im Pali-Kanon der großen klassischen Schriftensammlung Hinweise, dass sich Anhänger des Buddha darum bemühen, diese Vorsätze einzuhalten. Und das hat auch Konsequenzen für die Berufswahl zum Beispiel. So beschreibt der Buddha 5 Berufsfelder, die für seine Anhänger tabu sind. Er sagt, 5 Arten des Handelns, ihr Mönche, sollte der Laienjünger nicht ausüben. Welche 5? Handel mit Waffen, Handel mit Lebewesen, Handel mit Fleisch, Handel mit Rauschmitteln und Giften. Diese 5 Arten des Handelns, ihr Mönche, sollte der Jünger nicht ausüben. An anderen Stellen hat der Buddha Listen gegeben von Berufen, die mit dem spirituellen Leben auch unvereinbar sind. Und dazu zählen natürlich Berufe wie Metzger, Jäger und Henker. Manche dieser Anweisungen verstehen sich von selbst. Wenn die Vermeidung von Gewalt an erster Stelle der Ethik steht, ist natürlich die Produktion von Waffen und der Handel mit ihnen indiskutabel. Und ebenso hat jedes Lebewesen ein Anrecht auf Unversehrtheit und Selbstbestimmung. Daher ist der Handel mit Sklaven und Tieren abzulehnen. Und ebenso mit Fleisch. Für viele Buddhisten ist daher die Konsequenz, vegetarisch zu leben, ganz selbstverständlich. Nicht für alle allerdings. Es gibt einige buddhistische Schulen, wie die Tibeter, die wegen ihrer Lebensbedingungen immer Fleisch gegessen haben. Aber auch in vielen Ländern des Theravada-Buddhismus, also in Sri Lanka, Thailand und Burma, hat sich eine fleischlose Ernährung nicht wirklich durchsetzen können. Obwohl doch der erste Vorsatz ganz klar den Verzicht auf Verletzen und Töten anderer Lebewesen fordert. Es gilt generell, dass Buddhisten weder ein Schlachttier töten, noch bei einer Schlachtung anwesend sein sollen. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die eigens ihretwegen geschlachtet wurden. Gelübde für Mönche, Nonnen und Laien enthalten entsprechende Selbstverpflichtungen.
Es gibt jedoch kein allgemeines Gesetz oder Gebot, was die Fleisch- oder Fischnahrung kategorisch ausschließt im Buddhismus. Der Grundsatz der Gewaltlosigkeit ergibt sich aus der Lehre von Ursache und Wirkung, auch Karma genannt. Das ist die Überzeugung, dass ich nicht nur andere, sondern letztlich auch mich selber verletze, wenn ich anderen schade, sie verletze und töte. Aber damit muss dieser Vorsatz auch stets von jedem Individuum wieder verstanden werden und auch praktiziert werden. Denn es gibt ja keinen Gott im Buddhismus, der ein entsprechendes Gebot aufstellen würde oder ein Verbot verhängen würde. Das heißt also, nur in dem Maße, wie Individuen diesen Zusammenhang verstehen, werden sie auch versuchen, diesen Vorsatz einzuhalten. Und daher hat sich der Vegetarismus in der buddhistischen Bevölkerung der ostasiatischen Länder und selbst in den Klöstern dort nicht auf breiter Ebene durchsetzen können. Er wird vielfach gelobt und gilt auch als moralisch höherwertig, aber die einfache Bevölkerung isst doch vielfach Fleisch, wenn sie es sich leisten kann natürlich. In den Regeln für Mönche und Nonnen allerdings ist festgelegt, dass diese nur Fleisch essen dürfen, das in dreierlei Hinsicht rein ist. Und das bedeutet, der Mönch oder die Nonne darf das Tier nicht getötet haben und er darf auch nicht befohlen haben, dass es getötet wird. Und er darf auch nicht erlauben, dass es extra für ihn getötet wird. Der Hintergrund dieser Regel war natürlich, dass die Anhänger des Buddha Bettelmönche waren, die also mit ihrer Bettelschale umhergingen und um Essen gebeten haben und nichts ablehnen durften. Das heißt, sie haben gegessen, was sie bekommen haben. Und wenn da Fleisch dabei war, dann haben sie auch das gegessen. Das war der Hintergrund dieser Regel. Ja, also im Zweifel wird eben auch Fleisch gegessen, es sei denn, es würde extra für sie beschafft. Aber dennoch essen heutzutage viele Mönche der Theravada-Richtung Fleisch und nehmen auch gerne Fleisch entgegen, was ihnen gespendet wird, obwohl eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass das extra für sie geschlachtet worden ist. In Tibet war die vegetarische Lebensweise nur sehr schwer durchführbar, da durch die Umweltgegebenheiten nicht genug Getreide und Gemüse vorhanden war. Und so essen die meisten Tibeter als traditionelles Hirtenvolk auch nach ihrer Flucht aus Tibet weiter Fleisch, aus alter Gewohnheit. Aber auch da setzt seit einiger Zeit ein Umdenken ein. So hat der 17. Karmapa, das Oberhaupt der Karmakagyu-Schule, vor einiger Zeit seine Anhänger dazu aufgerufen, mehr und mehr auf Fleisch zu verzichten. Er sagte, dass mit den modernen Anbau- und Ernährungsmöglichkeiten niemand mehr Fleisch essen müsste, um gesund zu leben. Und das träfe dank der Güte der Chinesen selbst auf die Tibeter in China zu. Erstaunliche Aussage, fand ich. Im Mahayana-Buddhismus, der sich über China nach Japan und Korea und teils nach Vietnam ausgebreitet hat, wird der Fleischkonsum dagegen ziemlich deutlich abgelehnt. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Lehre des sogenannten großen Fahrzeuges stark im Vordergrund steht, dass alles Leben mit allem anderen verbunden ist. Auch das Bodhisattva-Ideal ist im Mahayana-Buddhismus wichtig. Nachdem ein zukünftiger Buddha erst dann die vollständige Erleuchtung genießen wird, nachdem er auch allen anderen fühlenden Wesen dabei geholfen hat, Erleuchtung zu erlangen. Vielleicht macht das greifbarer, dass eben auch Tiere fühlende Wesen sind, die leiden, wenn sie gequält werden. Und ich denke, das ist sehr bedeutsam für uns als Buddhisten.
Man kann den ersten Vorsatz auch als Sensibilität gegenüber dem Leben bezeichnen. Und dank der modernen Ökologie als Wissenschaft und auch der Kybernetik sind wir heute viel sensibler gegenüber ökologischen Zusammenhängen. Es gibt moderne buddhistische Denker, die den ersten Vorsatz sogar mit Ökologie gleichsetzen, mit der Sensibilität dem Leben an sich gegenüber. Und insofern besteht die Verbindung zwischen Buddhismus und Ökologie nicht nur in der Idee der Allverbundenheit. Man könnte Buddhismus sogar als den Weisheitsaspekt der Ökologie bezeichnen, wie das Akupa, ein englisches Mitglied des Triratna-Ordens, tut. Also als die spirituelle Begründung für ein empirisches Phänomen. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Natur und all den Wechselwirkungen hat uns die Einzigartigkeit der Natur und auch die Besonderheiten des Lebens und aller Lebewesen nahegebracht, mit denen wir diese Erde teilen. Es ermöglicht uns, eine ganz neue Art von Mitgefühl zu leben, vielleicht effektiver, vielleicht bodenständiger, einfach praktischer. Und auf diese Weise können wir ein Stück dazu beitragen, die ökologische Ethik weiter in die Gesellschaft zu tragen. Wenn wir spirituell praktizieren, fangen wir an, ethischer, bewusster zu leben. Handeln hat Folgen, das merken wir mehr und mehr. Wir bemühen uns, weniger Schaden zuzufügen. Bekommen immer mehr mit, wie sehr wir mit allen anderen verbunden sind. In der Meditation entwickeln wir Klarheit des Geistes und Freundlichkeit. Metta, liebevolle Güte für alle fühlenden Wesen. Mehr und mehr erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Bewusstsein für das Leiden entwickeln, das zugefügt wird. Und Bewusstsein für die Einflüsse, denen ich ausgesetzt bin, deren ich mir vielleicht nicht bewusst bin, wenn ich nicht genau hinsehe. Buddhismus ist ein Weg der kontinuierlichen Schritte. Entwicklung passiert langsam. Auch Entwicklung zu mehr Achtsamkeit gegenüber unserer Nahrung braucht Zeit. Und auch Rückfälle sind okay. Wir können einzelne Schritte machen. Wir können experimentieren. Bin ich wirklich der Mensch, der glaubt, ohne Fleisch oder ohne Käse oder ohne Schokolade nicht auskommen zu können? Wir neigen dazu, uns mit unseren Gewohnheiten zu identifizieren. Ich bin der so und so Mensch. Das ist ganz normal und erleichtert die Orientierung. Als Buddhist aber versuche ich, diese Identifizierungen zu lockern. Es ist also nicht nur eine ethische Praxis, mehr und mehr Bewusstsein für das Leiden anderer Wesen zu entwickeln, eben nicht mehr wegzuschauen und zu verdrängen, sondern auch, welche Wirkung möchte ich in der Welt haben? Mit welchen Begrenzungen identifiziere ich mich? Ist das hilfreich für meine spirituelle Entwicklung? Und diese Meinungen und Ansichten, die ich über mich habe, zu lockern, mir zu erlauben, mich zu verändern. Und damit werde ich langsam sensibler, was die Folgen meines Tuns angeht. Eingangs sprach ich von dem Paradox, dass wir unsere Haustiere oft sehr lieben und verwöhnen, während viele Menschen die Augen fest davor verschließen, ja, wie sehr Tiere in der Massentierhaltung leiden. Und auch wenn wir die Details nicht kennen vielleicht, so ist doch allgemein bekannt, wie Tiere unter der drangvollen Enge leiden, dem Transport, dem Schlachthof. Ich glaube, die wenigsten Menschen könnten ein Tier eigenhändig töten. Und die Vorstellung, dass in anderen Teilen der Welt Hunde für durchaus genießbar gehalten werden,
Ja, ist für uns sehr, ja, gruselig. Doch wie kommt es, dass viele so hartnäckig wegsehen, nicht wissen wollen? Ich denke, das hat ganz viel mit Scham zu tun. Im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass es keine wirklich stichhaltige Begründung und Rechtfertigung dafür gibt, Tiere zu quälen oder zu töten. Ohne sachliche Notwendigkeit, nur aufgrund der Macht der Gewohnheit und von geschmacklichen Vorlieben. Denn dass eine vegetarische Lebensweise eher gesünder ist als eine konventionelle, ist ja mittlerweile ziemlich allgemein bekannt. Heute muss man sich nicht mehr dafür rechtfertigen, wenn man vegetarisch lebt, was vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, noch ganz anders war. Wir haben auch unsere Kinder vegetarisch aufgezogen und mussten uns noch einiges an Vorurteilen und Vorwürfen anhören. Die armen Kinder. Heutzutage weiß eigentlich jeder, dass man seiner Gesundheit zuliebe besser weniger oder gar kein Fleisch essen sollte. Jahrelang hat uns die Fleischlobby hartnäckig eingetrichtert. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Oder ohne Fleisch fehlt dir was. Das glaubt heute kaum noch jemand im Ernst. Die Milchlobby ist dann noch erfolgreicher. Ohne Fleisch glücklich, das ist heute ziemlich allgemein akzeptiert, dass das möglich ist. Aber komplett ohne tierische Produkte, also vegan zu leben, das geht für die meisten doch sehr über ihre Vorstellungskraft. Dabei essen wir auch zu viele Milchprodukte, mehr als gesund ist. Es gibt zum Beispiel neue Studien, die belegen, dass in Ländern, in denen viele Milchprodukte konsumiert werden, die Osteoporoseraten wesentlich höher sind als in anderen Ländern. Um nur ein Beispiel zu geben. Und obwohl wir heute so viel wissen, wollen wir anscheinend nicht gerne zu Ende denken. Nämlich, was es für die Tiere heißt, Produkte aus Massentierhaltung zu essen. Es fällt offensichtlich so schwer, dahin zu gucken. Zu gucken, was das an Konsequenzen mit sich bringt. Es hat, wie gesagt, mit Scham zu tun, einem Unwohlsein in uns, mit einer verborgenen, latenten Ahnung, dass es nicht in Ordnung ist, Tiere zu essen. Franz Kafka ist irgendwann Vegetarier geworden. Sein Freund Max Brod beschreibt einige Zeit später eine Begebenheit mit Franz Kafka im Berliner Aquarium. Zitat: Da sprach er zu den Fischen in den leuchtenden Kästen. Jetzt kann ich euch schon ruhig anschauen. Ich esse euch ja nicht mehr. Und ich finde, in diesem Satz steckt ganz viel Wahrheit. Und ich kann mich selber an unzählige Situationen erinnern, wo ich dachte, wie gut, dass ich da nicht für verantwortlich bin. Oder wie gut, dass mich das nicht betrifft. Aber das ist eine sehr trügerische Erleichterung, denn es betrifft mich ja durchaus. Nämlich dadurch, dass ich Milchprodukte esse und auch Eier. Denn wie eben beschrieben, nehmen wir auch Leiden in Kauf, wenn wir nur Milchprodukte und Eier essen. Und selbst dann, wenn sie ökologisch sind. Vom buddhistischen Standpunkt her nehme ich die karmischen Folgen davon in Kauf. Der Buddhismus sagt, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Wir schaffen unsere Welt zu einem großen Anteil selber, durch die Folgen unserer Absichten und Taten. Folgen, die irgendwie mit uns verbunden bleiben. Wir werden sie nicht loswerden. Karma heißt Handlung, Tat. Und das Ergebnis einer Tat heißt Karma-Vipaka, die Frucht einer Handlung. Das heißt, dass wir durch unsere Handlungen Karma schaffen.
Und Karma ist eigentlich nichts anderes als unsere Willenshandlungen. Der zentrale Mechanismus der Realität, den der Buddha entdeckt hat, das Gesetz des bedingten Entstehens. Und das beschreibt das Phänomen, das alles Ursachen hat, meist viele Ursachen. Und diese Ursachen werden wiederum zu neuen Bedingungen für zukünftige Entwicklungen. Alles Werden ist bedingt durch Ursachen. Und eine dieser Ursachen ist eben Karma. Daneben hat Bedingtheit auch noch weitere Faktoren. Sie funktioniert auch auf physikalischer, biologischer und psychologischer Ebene, was uns als naturwissenschaftlich geprägte Menschen meistens leichter fällt zu verstehen. Wichtig ist, dass es bei Karma sich um willentliche Taten handelt. Unsere Absicht und unsere Motivation ist entscheidend. Das Warum einer Handlung entscheidet ihren karmischen, also ihren ethischen Gehalt. Wenn ich also aus einer schlechten Geistesverfassung heraus grob und unfreundlich bin, wird die Frucht dieses Karmas negativ sein. Sie wird also unvorteilhaft für mich sein. Ich denke, dafür kennen wir alle Beispiele. Wenn ich jemanden unfreundlich anspreche, werde ich wahrscheinlich eine eher unfreundliche Antwort bekommen, wenn überhaupt. Wenn ich mich dagegen liebevoll um jemanden kümmere, wird dieser Mensch wahrscheinlich sehr positiv reagieren. Im Dhammapada, einem sehr alten und berühmten Text, heißt es: Wenn man aus schlechter Geistesverfassung heraus handelt, wird man leidvolle Erfahrungen bewirken, so wie das Rad dem Huf des Zugtiers folgt. Und weiter: Wenn man aus guter Geistesverfassung heraus handelt, folgt einem Freude nach, gleich wie der Schatten, der nie weicht. Handeln aus einer schlechten Geistesverfassung wäre zum Beispiel, wenn wir aus Zorn verletzen oder aus Wut beleidigen. Als schlechte, das heißt als ungeschickte Geistesverfassung, gilt auch das willentliche Wegsehen, also die selbstgewählte Unwissenheit, wenn wir es eigentlich besser wissen könnten. Wir wählen die Unwissenheit oder die Verblendung, wie es im Buddhismus heißt, um nicht hinschauen zu müssen. Und auch das hat karmische Folgen, wie auch immer. Was können wir also tun? Zuallererst hinsehen, mich informieren, mich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreien. Das heißt dann auch, mich den Emotionen auszusetzen, die vielleicht mit dieser Erkenntnis einhergehen können. Der Erkenntnis, dass mein Verhalten womöglich eine Wirkung hat, die mir nicht gefällt. Aber auch, dass ich mein Verhalten ändern kann. Ich kann Verhalten ändern. Das ist die gute Seite der Medaille der Vergänglichkeit. Dass alles vergänglich ist, heißt eben auch, dass alles sich ändern kann. Und es kann besser werden. Was können wir also ganz praktisch tun? Jonathan Safran Foer plädiert ganz eindringlich in seinem Buch dafür, der industriellen Tierhaltung den Rücken zu kehren. Ganz gleich, ob wir ganz auf Fleisch verzichten oder ob wir das nicht können, wir können schon sehr viel bewirken, wenn wir nur Fleisch aus artgerechter, ökologischer Tierhaltung kaufen. Denn selbst wenn diese Tiere am Ende auch getötet werden, so leben sie doch ein würdiges Leben an frischer Luft und gemäß ihrer Art. Sie müssen nicht vom ersten Moment bis zum letzten ihres Lebens leiden, wie das bei der Massentierhaltung der Fall ist. Aber das ist teurer. Zu teuer sind dann häufige Einwände. Ist das wirklich zu teuer?
Was heißt denn eigentlich teuer? Das ist ein sehr, sehr relativer Maßstab, den wir da anhand der industriellen Tierproduktion zugrunde legen. Denn noch nie in der Geschichte der Menschheit waren Lebensmittel so billig wie heute, insbesondere tierische Nahrungsmittel. Dazu ein paar Zahlen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Bau eines Hauses um etwa 1500% verteuert. Ein neues Auto hat sich um 1400% verteuert. Der Preis von Milch dagegen hat sich nur um 350 Euro verteuert. Und Eier und Geflügelfleisch haben sich gerade verdoppelt. Ein durchschnittlicher Arbeiter muss heute nur einige Minuten für ein Kilo Fleisch arbeiten, während es in früheren Zeiten Stunden waren. Lebensmittel waren noch nie so billig wie heute, insbesondere in Deutschland. Würde man allerdings alle Folgekosten der billigen Produktion mit in Betracht ziehen, wie die Gewässerverschmutzung, den Klimawandel, die staatlichen Subventionen, dann wären die Kosten ein Vielfaches höher. Kauft man Produkte aus ökologischer Herstellung, dann bezahlt man gewissermaßen eine Umweltdividende, die bei konventioneller Produktion den nachfolgenden Generationen aufgebrummt werden. Aber dafür konsumiert man mit einem guten Gewissen. Also, wie viel wert ist uns ein gutes Gewissen? Bioprodukte sind im Schnitt etwa 20% teurer. Und natürlich gibt es Familien, für die das zu teuer ist. Andererseits kann man durch bewussteres Einkaufen auch viel kompensieren, indem man zum Beispiel weniger wegschmeißt. Es werden Unmengen von Lebensmitteln weggeschmissen und häufig auch solche, die durchaus noch genießbar sind. Hier mit mehr Achtsamkeit einzukaufen und zu kochen und sich nicht von einem Verfallsdatum nervös machen zu lassen, kann sehr viel Geld sparen. Verfallsdaten sind meist absolut willkürlich. Und sie sagen nicht viel darüber aus, ob ein Lebensmittel schlecht ist. Joghurt zum Beispiel wird so datiert, dass sich die Optik noch nicht verändert hat, wenn das Datum kommt. Also, dass er noch nicht anfängt, Flüssigkeit abzusondern, was aber ein völlig natürlicher Prozess ist, der den Joghurt nicht schlecht macht. Außerdem sollen die Supermärkte durch zeitnahe Verfallsdaten gezwungen werden, einen hohen Warendurchsatz zu gewährleisten. Es geht also um Profit. Und vollkommen genießbare Lebensmittel landen massenhaft auf dem Müll. Laut Schätzungen des WWF landet ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Von Agrarindustrie, Handel und vom Verbraucher weggeworfen. Ein Drittel. Und bei manchen Dingen, zum Beispiel bei frischem Fisch, ist diese Quote noch viel höher. Bei frischem Fisch verlässt nur die Hälfte der angelieferten Fische den Großmarkt. Im Handel und beim Verbraucher wird auch noch mal ein Teil weggeworfen. Wenn man dazu noch dazu rechnet, dass ganz viele sogenannte Beifangfische sterben müssen, wenn die industriellen Fangflotten ihre Netze auswerfen, dann kommt man auf enorme Mengen. Zum Beispiel die Meerestiere, die pro Kilo Fisch gestorben sind bei Garnelen oder Shrimps, das ist eine Quote von 26 Kilo auf 1 Kilo Garnelen. Das heißt, pro Kilo Garnelen, die gegessen werden oder zumindest gefangen werden, gibt es 26 Kilo an Fischen, die tot oder sterbend wieder ins Meer zurückgeworfen werden. Eine unglaubliche Verschwendung. Und dazu kommt natürlich noch das, was von diesem einen Kilo später noch weggeworfen wird. Ja, was wir als Verbraucher dann auch noch wegwerfen, ist ebenso beachtlich. Achtet mal darauf,
Ja, wie viel ihr selber wegwerft und wie viel vielleicht bei etwas besserer Planung und mehr Umsicht auch nicht nötig wäre. Und ob nicht durch das gesparte Geld auch öfter mal möglich wäre, den Biokäse oder auch das Biofleisch zu kaufen, wenn es denn sein soll. Wir machen alle kleine Schritte. Und das ist es auch, worauf es ankommt. Wir stellen alle eine Umweltbelastung dar. Dadurch, dass wir leben, hinterlassen wir einen ökologischen Fußabdruck in Form von CO2-Belastung in der Atmosphäre. Das kann man sich ausrechnen im Internet. Aber wir haben eben Möglichkeiten, diesen auch zu beeinflussen. Und wir haben Möglichkeiten, das Leiden in der Welt zu vergrößern oder zu verringern. Und als Buddhistin weiß ich, dass mein Leben Folgen hat. Ich bemühe mich, diese immer bewusster zu sehen und im Negativen zu begrenzen. Und auf die Bemühungen kommt es an, auf die tatsächlichen kleinen Schritte, nicht auf Perfektion. Und um abschließend nochmal auf das Zitat von Bert Brecht zurückzukommen: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich kann leider seinen Optimismus nicht teilen, dass Menschen moralisch handeln, wenn sie erst ein entsprechendes Stück vom großen Brotleib abbekommen haben. Ich denke, dass die Geschichte der letzten 80 Jahre zeigt, dass wir vom Standpunkt der Ernährung her eine unglaubliche Fülle und einen Überfluss erleben. Das Stück vom großen Brotleib ist bei uns für alle gewährleistet. Und dennoch lässt die moralische Sensibilität doch zu wünschen übrig. Wir sind im Westen dick und rund und krank geworden und haben immer noch nicht gelernt, genauer hinzuschauen. Und das nach all den regelmäßig wiederkehrenden Lebensmittelskandalen. Aber vielleicht gibt es Hoffnung, dass immer mehr Menschen anfangen, sich Gedanken zu machen. Es gibt zum Beispiel immer mehr wirklich gute Bücher zu diesem Thema, die sich sogar auf Bestsellerlisten halten. Das Thema liegt sozusagen in der Luft. Und das zeigt, dass Menschen neugierig sind, mehr wissen wollen. Und auch mehr wissen wollen, als die PR der Nahrungsmittelindustrie es gerne freiwillig hergibt. Es gibt Hoffnung, dass Vegetarismus allgemein hoffähig geworden ist und sich weiter verbreiten wird. Dadurch auch, dass nach und nach noch mehr unappetitliche Details der Folgen unserer Ernährung bekannt werden. Und dass mehr und mehr Menschen, die sich als umweltbewusst begreifen, die Wirkung ihrer Ernährung auf die Welt verstehen und die Konsequenzen ziehen. Um mit einem Zitat zu enden von Isaac Singer, einem amerikanischen Schriftsteller polnischer Herkunft, Literatur, Nobelpreisträger und überzeugter Vegetarier, dass die Menschen schon immer Tiere gegessen haben, dient als Rechtfertigung für die Fortsetzung dieses Brauches. Gemäß dieser Logik müssten wir auch nicht darum bemüht sein, die Menschen davon abzuhalten, sich untereinander zu ermorden, da dies auch seit Anbeginn der Geschichte Bestandteil menschlicher Verhaltensweisen war. Isaac Singer. Dankeschön.